Mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hallo, Herr Eismann. Zwei Eis, bitte. Aber natürlich, Mila. Welche Sorte möchtest du? Na, was ist denn die beste Sorte? Was? Die beste Sorte? Die habe ich nicht. Weißt du, die beste Sorte wurde von meinem Großvater gemacht. Er ist um die ganze Welt gereist, um eine ganz besondere Zutat zu sammeln. Eine Blume, die so süß ist, dass sie das Eis so schmecken ließ wie nichts anderes. Wir könnten diese Blume besorgen. Wo können wir sie finden? Das ist der schwierige Teil. Jedes Jahr wächst sie an einem anderen Ort. Aber mein Großvater hatte diese Notiz hinterlassen. Die könnten euch bei eurer Suche helfen. Sieht aus, als hätten wir eine Reise vor uns, Morphin. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Diese Notizen weisen uns in Richtung Dschungel, Morphin. Lass uns dorthin gehen. Lass uns deine Nase benutzen, Morphin. Verwandle dich in einen Suchhund. Wuff, Mila! Toll! Gucken wir uns das mal an. Ach, das sind nur Beeren. Vorsichtiger sein, Morphin. Ah! Sieht aus, als würden sie eine Art Zucker tragen. Ah! Lass uns weitersuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Blume im Dschungel ist, Morphin. Es auch, Morphin. Sie riecht wunderbar. Lass uns schnell zum Eismann zurück. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, Eiscreme. Hier, bitte sehr, die beste Sorte. Wow, das ist sehr lecker. Wow, Eiscreme. Noch mehr? Oh, tut mir leid, Morphin, aber das war das ganze Eis, das ich machen konnte. Ah. Aber du kannst den Löffel ablecken. Juhu. Das sind Zeitportale. Ach du heiliger Bimbam, wie ist das passiert? Diese Sachen gehören hier nicht her. Jemand muss nach ihnen suchen. Wir sollten sie zurück in ihre Zeit bringen. Was für eine gute Idee, Mila. Diese kleine Maschine sieht echt Hightech aus. Ja, sie muss aus der Zukunft sein. Du hast recht. Lass uns dorthin. Erster Halt, die Zukunft. Ja.
Wartet mal. Das sieht aber gar nicht wie die Zukunft aus. Oh nein, der Mann da drüben ist in Gefahr. Morphle, verwandle dich in einen Pterodaptor. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt, Mitzeitreisende. Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich war gerade dabei, diesen Ort zu untersuchen, als meine Zeitfernbedienung weg war. Ist das wirklich deine? Ah, ja, vielen, vielen Dank. Oh, jetzt kann ich nach Hause. Halte die Hände im Fahrzeug. Nächster Halt ist das Mittelalter. Ja, genau. Bringen wir das Schwert zurück. Zeit für ein mittelalterliches Schwert aus? Das liegt daran, dass wir nicht im Mittelalter sind. Was ist mit dieser Maschine falsch gelaufen? Das ist es. Das Schwert ist mein Familienerbstück. Sie haben es geklaut. Familienerbstück? Wir haben es nicht geklaut. Wir sind gekommen, um es zurückzubringen. Das sagen alle Diebe. Polizei, verhaftet sie! Na, immerhin ist das Schwert zurück bei seinem Besitzer. Aber ich verstehe nicht, warum heute nichts funktioniert. Mach dich nicht fertig, Professor. Wir haben nur noch einen Gegenstand übrig. Das stimmt. Na, mal schauen, wo wir als nächstes enden. Puh, na endlich. Das war ein ziemlicher Umweg, aber wir sind da. Aber ich frag mich, wo das Ei herkommt. Heiliger Bimbam, warum rennen alle? Oh. Oh. Du hast das Drachenei. Bitte gib es dem Drachen zurück. Beeil dich. Oh, also ist das die Drachenmama, die nach ihrem Ei sucht? Wir müssen es zurückgeben. Aber wie? Morphle, verwandle dich auch in einen Drachen. Du bist der Grund, warum heute alles schiefgelaufen ist. Deinetwegen hat diese Drachenmama fast ihr Baby verloren. Naja, es gab einige Probleme. Aber jetzt haben ja alle ihre Sachen wieder. Na, ich hoffe mal, dass Orphel seine Lektion gelernt hat. Orphel, verwandle dich in ein Rennauto.
Halt sofort an, Orphel. Was? Das ist nicht Orphel. Das ist Morphel. Ja. Sorry, Morphel. Ich kann euch nie auseinanderhalten. Wer ist noch mal wer? Morphel ist rot, Orphel ist grün. Das wusste ich. Naja, also der Grüne macht gerade überall in der Stadt Ärger. Oh je, wir werden Orphel finden, Beamter Freeze. Ha, super. Wenn ihr ihn habt, verjagt ihn aus meiner Stadt, okay? Ja. Das ist aber komisch. Was? Oh nein, es ist Orphel. Schau, Morphel, da ist Orphel. Oh nein. Los, ihm nach. Nein, lass mich nicht hier. Wir müssen ihn wieder runterholen. Verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Danke, Orphel. Aber Orphel ist wieder weg. Wir müssen ihn finden. Alles klar. Wir sind bereit, um mit dem Bau zu beginnen. Was? Nein, stopp! Bitte, hör auf damit! Da ist er! Oh nein, es kracht ein! Verwandle dich in einen Roboter, Morphel! Danke, Mila und Morphel. Aber Orphel ist weg. Schon wieder. Immer noch kein Orphel. Wo kann ich noch suchen? Ein Hubschrauber. Ich suche Orphel aus der Luft. Oh nein, Orphel ist der Hubschrauber. Oh nein! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Morphel kann dir helfen. Oh, Morphel? Toll! Schau, Morphel, es ist Orphel. Und er wird langsam müde. Ich habe eine Idee, wie wir ihn von der Stadt weglocken können. Sei vorsichtig, Morphel. Telefox hat die Zaubertiergrippe. Du musst also eine Weile Abstand halten. Wow! Wirst du nicht krank, Papa? Nur Zaubertiere können die Zaubertiergrippe kriegen. Telefox und ich bleiben drin, damit keine anderen Zaubertiere krank werden. Nicht spielen! Keine Sorge, wir haben auch drinnen Spaß. Nicht wahr, Telefox?
passiert? Ich glaube, Cromer hat auch Zaubertiergrippe. Komm ihr nicht zu nahe, Morphle. Hallo, Herr Maler. Hallo, Cromer. Ich glaube, du hast die Zaubertiergrippe, Cromer. Ach, das ist das also. Cromer fing an zu niesen, als eine große Blase vor ihr platzte. Du solltest drinnen bleiben, bis es dir besser geht, damit du keine anderen Zaubertiere ansteckst. Wir können auch zu Hause Spaß haben. Denk mal an alles, was wir malen können. Mila, guck! Eine große Blase, wo die wohl herkommt. Wow! Baumeister Lawrence, bring Amy besser nach Hause. Sie hat Zaubertiergrippe. Oh nein, sicher hat eine dieser Luftblasen sie krank gemacht. Lass uns nach Hause gehen, dann wirst du gesund, Animi. Mehr Blasen! Lass uns rausfinden, wo die Blasen herkommen. Guck mal, Morphle, es ist Boba. Gehen und drinnen bleiben. Ich glaube, Boba will nicht ins Haus. Lass uns hinterherfahren, Morphle. Morphlocky, Morphle nicht krank. Oh-oh. Fühlst du dich gut genug, Boba zu folgen? Ja. Endlich haben wir dich. Du musst reingehen, Boba. Wenn du krank bist und draußen bleibst, machst du viele andere Zaubertiere krank. Wie auch Morphle. Und wir können auch zu Hause viel Spaß haben. Nicht wahr, Morphle? Ja! Wow! Siehst du, Boba? Drinnen spielen kann echt lustig sein. Ich glaube, das war ein Erdbeben, Morphle. Oh, oh nein! Ich hoffe, es ist nichts kaputt. Oh, Mila! Lass uns das mal angucken. Ich frage mich, wohin das führt. Gucken wir doch mal. Morphle, verwandle dich in einen Monster-Truck. Ganz schön dunkel hier unten. Morphle, pack einen großen Scheinwerfer aufs Dach. Gut. Durchsuchen wir die Höhle. Hallo? Ups, tut mir leid.
Hallo, Mila und Morphle. Sagt mal, wisst ihr, wer dieses Loch gemacht hat? Nein, wir versuchen auch, das herauszufinden. Das ist gut, denn mir wurde auch mein Baumaterial geklaut. Wir werden uns danach umgucken. Lass uns weiterfahren, Morphle. Oh, Mila, jemand hat dieses Loch gemacht und das Futter für die Zauberwesen mitgenommen. Oh je, lass uns schnell diese Person finden, Morphle. Guck mal, Morphle, es ist der Erdhai. Erdhai, wir sind nicht sauer. Du hast diese Sachen nur genommen, um ein Zuhause für deine Familie zu bauen. Das ist so süß. Morphle, komm, wir helfen ihm, ein großes Heim zu bauen. Verwandle dich in einen Kran. Braucht ihr Hilfe? Genieß dein neues Zuhause. Aber nächstes Mal, frag bitte einfach, wenn du Hilfe brauchst. Und jetzt müssen wir wohl ein paar Löcher stopfen. Ich glaube, er möchte uns helfen. Super, dann sind wir im Nu fertig. Okay, das ist das letzte Loch. Danke für all die Hilfe. Und viel Glück mit deinem neuen Zuhause. Tschüss. Der Zoo macht echt Spaß, aber ich brauche eine kurze Pause. Warum spielt ihr nicht ein bisschen mit dem Ball? Ich bin ausgeruht. Machen wir weiter. Okay, Papa. Warum rennt ihr frei im Zoo herum? Tiere, kommt zurück! Die Stadt ist nicht sicher! Was ist los, Zoowärter Kenneth? Vier Tiere sind beim Ballspielen in die Stadt gerannt. Upsi! Keine Sorge, wir werden die Tiere zurückbringen. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Ich wusste nicht, dass es eine Parade gibt. Hört auf, Tiere! Tiere, hör nicht auf! Sie glauben, dass es ein Spiel ist, aber sie hören bestimmt auf, wenn wir ihnen den Ball wegnehmen. Morphle hat Ball! Fast! Was ist hier los?
weiter, Wanderbus. Mila und Morphe hätte ich mir denken können. Das ist unsere Chance. Verwandle dich in eine Rakete. Ihr müsst aufhören zu spielen, Tiere. Ihr könnt nicht einfach überall spielen. Aber ihr könnt an einem sicheren Ort Ball spielen. Oh, da seid ihr ja. Habt ihr die Tiere aufgehalten? Wir konnten sie nicht vom Ballspielen abhalten, aber wir haben sie in Sicherheit gebracht. Das ist toll. Danke, Mila und Morphe. Hallo, Herr Bürgermeister. Guten Tag. Ich habe ein Problem, bei dem Sie mir hoffentlich helfen können. Oh, was ist es? Na, dieser Stadtteil hat viele Pflanzen und Bäume, nicht? Hm? Ja. Aber der Rest der Stadt könnte mehr gebrauchen. Könnte eins Ihrer magischen Haustiere vielleicht dabei helfen, Bäume aus dem Wald in die Stadt zu bringen? Aha. Mit Animis Hilfe könnten die Bäume selbst in die Stadt laufen. Oh, super. Jetzt kommt es auf dich an, Animi. All diese Bäume müssen in die Stadt. Wow! Kannst du einen schönen Ort in der Stadt finden? Sie braucht mehr Bäume. Aus, Animi. Ist alles okay? Animi muss sich erstmal ausruhen, aber sobald sie ausgeruht ist, erwecken wir noch mehr Bäume zum Leben. Schaut doch mal, wie es den Bäumen in der Stadt geht. Okay. Nicht in meiner Stadt. Sie müssen woanders hin, Herr Baum. Wow! Nicht hier. Jetzt kann ich nicht zurück nach drinnen. Was? Oh nein, jetzt kann ich nicht weiterbauen. Oh, no, nicht schon wieder. Hi, Herr Bürgermeister. Oh, da seid ihr ja. Die Baumidee funktioniert einfach nicht. Oh oh, wie können wir helfen? Oh, könnt ihr all die Bäume zurückbringen? Na klar. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Sag deinem Papa, er soll aufhören, Bäume zum Leben zu erwecken. Animi, hör auf, Bäume zum Leben zu erwecken. Was ist los, Mila? Die Bäume machen alle möglichen Probleme in der Stadt. Ups, dann hören wir auf. Nicht in meiner Stadt. Danke, Mila und Morphe. Nee.
Wo sind die Bäume hin? Ich glaube, das war der letzte. Ja! Wir haben alle Bäume zurückgebracht, Herr Bürgermeister. Wow! Oh, oh. Wir bringen ihn zurück. Keine Sorge, der kann bleiben. Ich brauche eine Pause. Du kannst nie mit Morphle und mir mithalten. Ja, das stimmt. Ich kann nicht mehr mit den Kindern mithalten. Naja, einer von mir kann's nicht. Aber ich wette, mehr von mir könnten das. Hi, Papa. Hey, ich hab mich etwas ausgeruht und jetzt fühle ich mich viel schneller. Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen zum Stadtplatz? Echt jetzt? Klar. Verwandle dich in ein Rennauto. Niemand ist schneller als Morphle, alberner Papa. Gewonnen! Nein, habt ihr nicht. Ich bin schon eine Weile hier. Wow! Was? Wie hast du das gemacht? Ich fühle mich viel schneller. Versuchen wir es doch nochmal. Machen wir ein Wettrennen zum höchsten Baum außerhalb der Stadt. Aber das ist so weit weg. Wollt ihr nicht mehr mit mir um die Wette laufen? Doch, na klar. Okay, los geht's. Ihr seid da. Super. Ihr wart schneller, als ich dachte. Was ist hier los? Machen wir ein Wettrennen zur Baumspitze. Ja! Das kann doch nicht wahr sein. Träumen wir, Morphle? Morphle weiß nicht. Machen wir ein letztes Wettrennen nach Hause. Ich werde etwas müde. Diesmal müssen wir gewinnen, Morphle. Ja! Auf die Plätze. Fertig. Los! Morphle, verwandle dich in eine Rakete. Wir müssen noch schneller sein, Morphle. Morphle, versuch! Morphle, zu... Tut mir leid, Morphle. Ist alles okay? Ja! So, was haben wir denn hier? Morphle ist zu müde, um uns aufzuhalten, Stein. Gebt ihn zurück. Ich glaube nicht. Tschüss! Was glauben Sie, was Sie da tun? Oh! Was? Wow! Was ist hier los? Geben Sie ihn zurück. Natürlich! Wir haben doch nur Spaß gemacht. Danke, Papa. Aber es gibt so viele von dir. Ich wollte euch einen Streich spielen. Und Doppler hat mir geholfen und mich 5-mal verdoppelt. Ich habe euch endlich eingeholt. Ihr wart so schnell. Komm, wir lesen ein Märchen, Morphle. Ja, Märchen. Okay. Es war einmal, da liefen Mila und Morphle durch einen Wald. Und in diesem Wald sahen sie ein Haus, ganz
ganz aus Süßigkeiten. Wow! Sie waren sehr hungrig und wollten das Haus essen. Oh nein, was passiert mit mir? Mila, Riesen! Aber ich will nicht so groß sein. Komm, wir suchen ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Ja! Ein Drache! Hey, Mila und Morphe, was macht ihr? Ich wurde in eine Riesin verwandelt und jetzt suchen wir ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Das ist ja toll. Troy, der Drache, wird euch helfen. Der Drache hilft Ihnen? Das ist ein bescheuertes Märchen. Wisst ihr, ich habe gehört, man kann alles in dem Schloss da drüben heilen. Super, lasst uns dorthin gehen. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich bin ein Pirat. Oh, es gibt eine Belohnung für Riesen. Oh nein! Ich beschütze dich, Riesin Mila. Wir helfen! Morphe-Roboter! Oh nein, meine Kanone! Ich muss fliehen! Oh nein, das wirst du nicht! Wir haben dich aufgehalten, Pirat April! Oh nein! Was? Das war viel zu leicht! Was euer Märchen braucht, ist ein böser Zauberer! Nur wenn ihr mich besiegt, kann Mila wieder klein werden. Oh nein, es ist der böse Zauberer. Ihr werdet mich nie besiegen. Das werden wir sehen. Das schicke ich einfach zurück. Aua, das tut weh. Ich werde ihn aufhalten. Du kannst nicht fliegen, wenn dein Ballon ein Loch hat. Morphe-Roboter, greif Zauberer an. Ich zaubere ein Portal, damit du nicht an mich rankommst. Oh nein, wie können wir den bösen Zauberer aufhalten? Möchte irgendjemand einen Keks? Kekse! Sehr, sehr gerne. Danke. Oh, ich habe eine Idee. Der böse Zauberer kann keine Zaubersprüche sagen, wenn sein Mund voll ist. Mila, die Riesin, greift den bösen Zauberer, damit er nicht entkommen kann. Ich schieße mit meiner Kanone auf ihn. Ja, und ich benutze mein Feuer. Morphe, Lichtstrahl! Wartet! Welches Märchen kommt als nächstes? Oh nein! Was macht das Spaß, Geschenke zu verteilen? Oh je! Ich glaube, ich werde krank. Sie! Was war das? Oh nein, guck mal! Hör's, ihr Haut! Oh nein! Oh, Morphe, verwandle dich in eine Rakete! Ah, tschüss!
Jetzt verwandle dich in einen Hubschrauber. Na, danke schön, Mila und Morphel. Weihnachtsmann! Was ist passiert, Weihnachtsmann? Meine Weihnachtsmagie macht komische Dinge, wenn ich niese. Ich glaube, ich werde krank. Ich muss nur noch ein paar Geschenke verteilen. Könnt ihr mir helfen? Na klar! Morphel, verwandle dich in einen Schlitten. Super, los geht's! Dieses Geschenk muss in den Schornstein. Das hier muss in den da. Hilfe! Oh nein! Danke, Morphel. Hilfe! Und wir sind fertig. Morphel und Mila, vielen Dank für die ganze Hilfe. Kein Problem. Du kannst heute Nacht hier schlafen, um gesund zu werden, Weihnachtsmann. Ja. Oh, danke schön, Mila und Morphel. Das ist sehr lieb von euch. Frohe Weihnachten, Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten. Ihr habt doch nicht geglaubt, dass ich euch vergesse, oder? Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Hey, Mila und Morphel. Ihr beide habt einen Anruf. Oh, von wem denn? Ich bin es. Der Eismann. Ich habe eine neue Eissorte gefunden. Aber ich bin auf der anderen Seite der Welt. Und es ist nicht mehr viel übrig. Oh nein! Keine Sorge, Herr Eismann. Wir kommen zu dir. Da ist Orphel. Wenn er es zuerst zum Eismann schafft, wird er das ganze Eis aufessen? Nein! War das noch ein Morphel? Nein, mein Auto. Wie werde ich ohne mein Polizeiauto Kriminelle fangen? Wir müssen Polizist Freeze helfen, sein Auto zurückzubekommen, Morphel. Ha, vielen Dank, Mila und Morphel. Hä? Orphel weiß nicht, was am schnellsten im Wasser fährt, aber ich weiß es. Verwandle dich in ein Schnellboot. Tschüss! Tschüss!
jetzt im Dschungel. Verwandle dich in einen Affen. Ein Rennauto kann im Dschungel nicht schnell fahren, Affen. Morphel? Oh nein, es hieß Orphel. Orphel! Klingt, als hätte Orphel es vor uns geschafft. Du hast da alle meine Eise gegessen. Oh nein! Wir sind zu spät dran, Morphel. Keine Sorge, ich habe nur so getan, als hätte er all das Eis gegessen, damit er weggeht. Es gibt noch mehr als genug für dich und dich, Herrn Affen und sogar für mich. Danke, Herr Eismann. Danke, dass ihr uns gefahren habt, Mila und Morphel. Jetzt kann ich den Bergriesen durch die Stadt führen. Kein Problem, Papa. Viel Spaß dabei. Los, Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Hier, setz das auf. Dann wird keiner merken, dass du ein Bergriese bist. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Hab keine Angst. Halt! Komm zurück! Oh, nicht in meiner Stadt. Was ist hier passiert? Das hat ein riesiger Kerl gemacht. Ein Riesenkerl mit Brille und Schnurrbart. Das klingt nach Milas Vater. Ich kümmere mich drum. Moment mal, warum werde ich festgenommen? Sie haben meine Stadt kaputt gemacht. Ich weiß nicht wie, aber Sie sind schuld. Mila, Morphel, schaut bitte nach dem Bergriesen. Ich glaube, er hat große Angst. Und holt mich bitte hier raus. In Ordnung, machen wir. Ich bin sicher, wenn wir dem Weg der Zerstörung folgen, finden wir den Bergriesen. Verwandle dich in ein Rennauto, Morphel. Die Spur endet hier. Er muss also irgendwo in der Nähe sein. Hier sind Sie also, Herr Bergriese. Ist alles in Ordnung? Gut. Aber Sie müssen uns jetzt helfen. Papa ist im Gefängnis, weil Sie alles durcheinander gebracht haben. Helfen Sie uns, die Stadt aufzuräumen? Also los!
Monster! Nein, Polizist Freeze. Das ist Papas Freund, der Bergriese. Er ist derjenige, der so viel Chaos angerichtet hat. Es tut ihm sehr leid, aber er hat alles wieder so aufgestellt, wie es vorher war. Okay, gut, in Ordnung. Ich kann Sie sowieso nicht ins Gefängnis stecken. Sie sind viel zu groß. Wirklich? Na gut. Und Sie dürfen auch gehen. Ah, vielen Dank, Herr Polizist. Vielen Dank, dass Sie zurückgekommen sind und meinen Ruf gerettet haben, Herr Bergriese. Das war sehr mutig von Ihnen. Es wird gesagt, dass sich ein Monster hier im Wald versteckt. Erst soll man es brüllen hören. Dann sieht man alle möglichen gruseligen Schatten. Und dann kommt das Monster raus und holt dich. Oh, April, du bist so gut im Geschichtenerzählen. Diese Geschichte kann doch nicht wahr sein. Monster sind nicht echt. Nee, sie ist wahr. Sarah hat es mir selbst so gesagt. Und wie würde Sarah überhaupt... Oh, seid mal alle leise. Habt ihr das gehört? Es ist das Monster. Niemals. Das muss der Wind sein oder irgend sowas. Wenn du dir so sicher bist, warum schaust du nicht mal nach? Na gut, ich habe keine Angst. Die Geräusche kamen aus dieser Richtung, oder? Da, in den Büschen. Siehst du dir das an? Oh, okay. Das ist kein Monster. Es ist ein Hase. Ich wusste es. Ich wollte euch nur Angst einjagen. Sicher. Aber wir wissen immer noch nicht, wo das gruselige Geräusch herkam. Habt ihr den Schatten gesehen? Das könnte noch ein Hase gewesen sein, oder? Ich glaube, es gibt keine Hasen, die so groß sind. Schon wieder? Warum ich? Du hast gesagt, es ist nur der Wind, nicht wahr? Beweis es. Der Schatten ist da weggegangen. Du schaffst das, Troy. Na gut, los geht's. Na, ich sehe kein Monster. Ich auch nicht. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, wo das schaurige Geräusch herkam. Gib doch einfach zu, dass Monster nicht echt sind. Troy, hinter dir! Es gibt keine echten Monster! Es ist echt! Nicht Orf? Warte, du meinst, Orfel ist das Monster? Also, es gibt kein echtes Monster? Oh, dieser Orfel, das ist so gemein. Mal schauen, wie es ihm gefällt, erschreckt zu werden. Yeah.
Ja, das ist super. Danke, Weihnachtsmann. Wir haben dieses Jahr auch keine Weihnachtsgeschenke gekriegt. Nein. Hallo da. Mein Weihnachtsgeschenk war ein neuer Roboter. Also ich brauche dieses nicht mehr. Ist Weihnachten nicht toll? Ein Roboter. Und ich weiß genau, was man damit tut. Es funktioniert. Roboter-Weihnachtsmann, bring uns alle Geschenke, die du finden kannst. Ja. Ich werde euch alle Geschenke bringen. Roar, husch, woo. Ihr werdet mich nie fangen. Woo, husch. Doch werden wir. Oh, der Weihnachtsmann. Ich werde eure Geschenke nehmen. Oh nein. Gib sie zurück. Wusch, wusch. Oh, Weihnachtsmann. Ich werde eure Geschenke nehmen. Warum würde der Weihnachtsmann das tun? Folgen wir ihm. Verwandle dich in ein Rentier. Haltet ihn auf, Mila und Morphel. Oh, Weihnachtsmann. Die Müllhalde? Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Er ist zurück, Stein. Guck mal, Jan, wir haben Weihnachtsgeschenke. Ja, Stein. Das sind nicht eure Geschenke, Banditen. Oh, es sind Mila und Morphe. Oh nein, renn, Jan. Komm, wir geben allen ihre Geschenke zurück. Ja. Hallo, Mila und Morphel. Hallo, Polizist Freeze. Wir haben Ihnen ein extra Geschenk mitgebracht. Oh nein. Das ist ein tolles Geschenk. Danke, Mila und Morphel. Ja.